Hi, ihr Lieben, guckt mal, was angekommen ist. Ja, nach 10 Tagen etwa ist mein Diamond Art Club Bild angekommen. Ich freue mich riesig und bin natürlich super, super dolle gespannt. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal zusammen aus. Ich habe mir nochmal ein Diamond Art Club Bild gegönnt, weil das Bild im Sale war. Ich fand das schon immer irgendwie total toll, hatte mir das aber noch nicht bestellt, weil das Bild tatsächlich runde Steinchen hat. Ich paint ja jetzt eher so eckig, weil ich das Gesamtergebnis einfach schöner finde. Aber wie gesagt, das Bild war total mein Ding und war wie gesagt auch im Sale. Und deswegen dachte ich, komm, runde Steinchen sollen bei Diamond Art Club auch richtig toll sein. Auch nochmal ein Unterschied zu ja, anderen runden Steinchen. So, ich drehe das mal so, dass ihr das Bild noch nicht seht. Und tada! Ja, dann packen wir mal aus. Tada! Wie gesagt, runde Steinchen. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich liebe die Bilder von Diamond Art Club. Ja, die sind teuer, aber die sind so, 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 so toll. Mein Bild, was ich gerade painte, das ist bald fertig. Und sieht einfach wirklich richtig, richtig toll aus. Ich mache ja immer Updates dazu. Ich habe jetzt noch zwei rein. So. Kann man das so sehen? Ja, das Bild sieht man, wenn ich es umdrehe. Nö, 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 das wollen wir noch nicht. Soll ja spannend bleiben. So, und jetzt ist immer so ein bisschen die unhandlich hier, weil es ist ja alles ein bisschen die Größe. Packen wir es mal aus. Ich liebe diese Leinwände bei Diamond Art Club. Das ist so ein Traum. Hier haben wir erstmal das Toolkit. Und ich habe mir hier auch wieder den Sticker, den zeige ich euch gleich. Ich habe mir ein Bild ausgesucht, was leider auch noch eine, was leider, leider in Anführungsstrichen, das ändert nichts an der tollen Qualität, ist aber eben noch eine ältere Generation. Und das heißt, wir haben da immer oder noch kein Washi-Tape und kein Coverminder dabei. Finde ich schade, also vor allem wegen den Coverminder, aber ist wie es ist, ne? Also ihr seht, wir haben hier nichts. Wir haben hier einfach nur Tütchen, wir haben hier einen Stift und dieses Schiffchen und die Herzchen und einen Aufsetzer. Also das ist was, was ich eben nicht brauche, aber es ist auf jeden Fall dabei. Ja, es ist schade, wie gesagt, weil ich habe bis jetzt Bilder bestellt, wo ja eben aus der älteren Generation, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Damit können wir leben. Das geht ja um das tolle, tolle Bild. So. Dann zeige ich euch das mal, das mega schöne Bild. Oh Gott. So. Schon wieder ein zu viel. Ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir gehen mal ein bisschen höher jetzt, weil sonst seht ihr nichts. Oh Gott. Dieser Effekt. Oh, ich krieg ein Horn, ey. Guck. Oh, diese Größe, dieser Druck, ey. Boah. Der Wahnsinn wieder mal. Oh Gott, ich bin so verliebt. Und diese Größe. So groß. Ja, es ist so geil. Also, wir haben hier dieses traumhafte Bild, das nennt sich Angel de los Muertos und ist 56 mal 74 groß. Hier haben wir den Sticker dazu. Das liebe ich bei Diamond Art Club, weil der kommt in mein Tagebuch. Und dann zeige ich euch mal die Steinchen und dann haben wir ja immer noch das dabei. Das finde ich auch mega. Wir haben das Bild hier nochmal in groß. Hier seht ihr das. Runde Steinchen, wie gesagt. Wir haben 50 Farben mit 3 AB-Farben. Das sind die 100er. Also genau, das sollten hier 3 AB.
Farm dabei sein und wir haben hier wieder die Sticker für die Döschen. Ich liebe es einfach bei Diamond Art Club, ne? Das ist halt, ja, das ist halt Qualität einfach. Und hier haben wir die Steinchens. Ja, wie gesagt, runde. Ich bin sehr... Oh, hier haben wir schon eine AB-Farbe. Wie geil ist die denn? Ah, wir haben ja eine AB-Farbe. Mal gucken, ob ich noch eine entdecke. Jetzt auf den ersten Blick nicht. Die weißen sind mir gleich ins Auge gesprungen. Ich möchte das jetzt auch noch nicht... Also ich will das jetzt auch nicht auspacken. Weil das kriege ich so immer wieder nicht hin, dass das hier so schön so ein Klumpen ist. Mega toll. Ja. Ich bin super gespannt. Wir gucken noch mal aufs Bild. Mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ihr das im Ganzen vielleicht sehen könnt. Ich gehe mal ein bisschen höher mit euch. Na, das macht mein Stativ jetzt hier nicht so mit. Ich versuche euch mal in die Hand zu nehmen. So, sorry, 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 jetzt haben wir es. So. Und versuchen wir es mal so. So, jetzt haben wir die ganze Größe hier drauf. Das ist mein neues Bild von Diamond Art Club. Ein Traum, oder? Ein Traum. Oh Gott, ich freue mich so. Oh, ist das schön, ey. Das ist so, so schön. Ich bin natürlich super gespannt, weil halt runde Steine, ne? Aber wir gucken mal. Ja, meine Lieben, ich lasse euch jetzt einfach mal in der Hand. Nicht, dass ich euch denn, wenn ich jetzt euch wieder ein Stativ packen will, wegdrücke. Das passiert ja gern mal. Also, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich muss mal gucken, wann ich damit anfange. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch andere Projekte. Ich habe ja auch noch ein anderes Diamond Art Club Bild. Aber wir gucken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich mache ja meistens, wenn ich die TikTok-Videos mache, lade ich das meistens hier auch als Short hoch auf YouTube. Schaut einfach. Ja, da zeige ich euch immer so die Fortschritte meiner Bilder. So, meine Lieben, könnt ihr mal raushauen, was ihr so zu dem Bild sagt. Ich finde das obercute. Ja, bis dann. Tschüss.